da liegt schon wieder ein Wiesenduft irgendwo in der Münchner Luft. Moment, Ilian, stopp. Es ist doch erst Februar. Ja, aber ich habe hier schon den ersten Termin in meinem Kalender stehen. Wiesentermin. Stimmt. Du hast ja auch dazu geschrieben, Brezen, Bier und Salat. Clemens Baumgärtner stellt heute vor... Das Wiesenplakat? Wollen wir es uns anschauen? Ja. Mach mal. Doch eins nach dem anderen. Zuerst Platz 3, dann Platz 2 und dann der große Moment. Das offizielle Wiesenplakat 2023 geht mit diesem Motiv an den Freisinger Manfred Escher. Warum genau das Plakat? Weil es das Beste war, weil die überwältigende Mehrheit sich dafür entschieden hat und es war auch echt mein Favorit. Ich habe selber lange mit mir gerungen und erst dann, wenn man in einer großen Gruppe, also in der Jury diskutiert, merkt man so das ein oder andere Argument, das man selber vielleicht gar nicht so im Radar hatte, was dafür und was dagegen spricht. Platz 1, Platz 2 und Platz 3. Herr Baumgärtner, warum ist Platz 1 denn so besonders? Was kann man daran deuten? Es hat vor allem Bewegung drin. Es ist ein herzliches Motiv. Es symbolisiert die Kraft der Wiesen. Gleichzeitig aber ist es ein reduziertes Motiv, anders als in den vergangenen Jahren, die ja doch sehr tief gegangen sind, eher Momentaufnahmen waren. Im Finale waren vor der Entscheidung 30 Plakate. Zugegeben, der Gewinner gefällt auch uns sehr gut. Hey Burschen, das gehört mir schon ins Stadtmuseum, gell? Genau da wollten wir es auch gerade hinbringen. Das schauen wir uns jetzt aber gemeinsam an.